Leute, 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 willkommen zurück hier in Detroit. Und wir empfangen LeBron und seine Cavaliers in einer weiteren Folge. Natürlich Let's Play NBA 2K15. Andre Snow, da ist er, da ist er. Nicht mehr so lange, glaube ich, bis wir hier einen Starting 5 Platz ergattern können. Bis wir Meeks da vorne, ist er mit der 20? Vielleicht sogar rausgedrängt haben. So. Vorerst sind wir allerdings sechster Mann und müssen von der Bank ran. Kann man ja, ja verkraften wir, ne? Können wir ein bisschen zusehen, wie LeBron da unsinnig den Ball hält, obwohl er einen Block gestellt bekommt. Sean Marion wieder auf LeBron James, der verdammt lange da in der Zone parkt. Naja. Und da ist die Timeout. Es steht 17-16 für die Cavaliers. Aber wir sind nicht gewillt, Dion Waiters. Wir sind nicht gewillt, hier dieses Spiel zu verlieren. Okay. Jennings frei. Sehr schön. Brandon Jennings. Della Vedova? Kenne ich nicht. Sean Marion. Und das ist unser Waiters-Gegenspieler. Am Arsch. Ach, hör auf. Ich wollte schon sagen. Auf Joshi und er wird gefoult von LeBron. Kann da nicht mehr anständig abschließen. Geht dafür eine Linie und an der Linie ist er eigentlich okay. Ja, danke dafür. Danke, Josh. Dass ich es hier noch sage und... Ja, guck mal hier. Mike Miller ist jetzt unser Gegenspieler, glaube ich. Ja, schade, dass die ihre Jungs nicht hatten. Und wir gegen LeBron. Ach, wie schön. Machen wir. Foul von uns, weil wieder keiner den Rebound holt und wir dann wieder gezwungen sind, Marion versuchen zu blocken und... Ja, das läuft. Sean Marion, der Mann mit dem mit der wunderbaren Wurfanimation. Da, so wirft er auch. Ja, komm, der ist aber, genau. Der darf da mal rein und so ist es. Schöner Block, schöner Spielzug und unsere ersten Punkte heute. Aber auch unser erster Versuch. Foul von Andre Drummond. Und ja, im Moment müssen die Cavaliers gar nicht großartig was machen. Denn die Punkte kriegen sie geschenkt. Dürfen hier das Spiel komplett von der Linie hier aufziehen. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Das sage ich euch jetzt schon. Snowy Bowie für 3. Da treffen wir das Wurftiming bestens. LeBron James. So, Karen Butler? Ne, muss er ja auch nicht, muss er ja auch nicht. Der passt. Snow fängt an, sich warm zu werfen. 7 Punkte, 2 Rebounds. 100% aus dem Feld. Und LeBron mit Schmackes.
ist natürlich kackenschwer, den zu verteidigen. Aber zumindest sollte man in der Nähe sein, oder? Ah! Monroe ist da! Greg Monroe rettet uns den Arsch mit dem Offensiv-Rebound. Schade, aber ich krieg gerade echt viele Spielzüge. So ist brav. Und auch der war gerade machbar. Ja, Rebound ist nicht. Ach, das ist so dumm. Ja, das wird da gar nicht ausgeblockt. Müsste mal drauf achten. Die lassen da die eigenen, die Gegner jedes Mal frei durch die Gegend laufen. Der sollte aber passen, ja. Wieder ein Spielzug für uns. Und ja, da haben wir natürlich nach den Blockstellen gesehen. Wir kommen gut ran, rum. Der Ball ist gut gepasst, gut gefangen. Und dann hauen wir den natürlich drauf. Ne? Und das Timing war okay. Alles wunderbar. Neun Pünktchen. Und schon ein B-. Und ja, 5 vor. 30 zu 25. Mike Miller, ja, von außen brandgefährlich, alles andere zu vernachlässigen. Ja, so natürlich dann auch nicht zu vernachlässigen, aber ich kann diese Dinger nicht verteidigen. Sobald ich nach innen ziehe, dreht man sich um, will mitziehen und dann braucht er eine Stunde, um sich umzudrehen. Das ist jetzt keine blöde Ausrede oder so. Es ist leider die Wahrheit. Das ist ein Foul. Und nichts anderes als ein Foul. Oder? Ich meine, er geht da mit der Hüfte da rein und ja. Naja. Wir gewöhnen uns da wirklich dran, dass wir sowas nicht gepfiffen bekommen. Aber schade ist es dennoch. Einmal umdrehen, ne? Bis der die Richtung gewechselt hat, ist echt schon viel verloren. Schwierig. So, Rebound. Brauchen wir nicht. Diesmal haben wir ausgeblockt. Jetzt, wo es um nichts geht. Kurios. Schlecht geworfen. Ja, nicht schlecht, aber das Wurftiming ziemlich vergeigt. Oh nein. Hilf mir. Ja. Ist nur einer. Guck mal. Monroe steht da irgendwo rum und denkt sich, der regelt das schon. Traurig. Notwurf. Naja. Erste vorbei. 32-31. Also ein ziemliches Highscoring-Game. Mal gucken, ob es so bleibt oder ob beide Teams sich jetzt ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren. Wir jedenfalls bleiben erstmal auf dem Feld. Warum auch nicht als Lichtblick des Teams. Ja, mein Fehler. Sorry, Josh. Smith musste da für uns mit eingreifen und ja, zieht dann das Foul. Na, und Waiters macht nur einen. Okay. Jo. Sehr schön. Timing 1A passt wunderbar, nicht mal gefordert. Der kam von alleine. Aber das ist ja auch mein Freund da oben. Jo, danke schön.
Ja, Singler, du bist echt mein Geilster, ohne Scheiß. Macht er den noch ganz frech rein, obwohl er gefoult wird? Guter Mann, mein Bester. Ja, der enttäuscht mich nicht. Wir kriegen den Assist und Singler den End-One. Den er nicht verwandelt. Kann ja nicht alles haben. Ui, ui, ui. So, ich hatte gerade zwei Gegenspieler, das ist ein bisschen viel. Und Brazier hat keinen. Naja, kann man so durchgehen lassen. Ist zwar blöd und dumm, aber. So, den Block kriegen wir hier nicht gestellt. Oh, das ist keine gute Wurfauswahl da von Josh Smith jedes Mal. Keine gute Wurfauswahl. Ja, da hat mein Ausblocken nicht funktioniert. Da flutscht er an meinem Rücken vorbei, obwohl ich die Taste gedrückt habe. Singler! Traut sich was? Hui, wie ein Känguru. So, die Cavaliers führen. Wir haben es also wieder hinbekommen. Ja, Jennings jetzt hier mit dem nächsten kläglichen Versuch. Alles klar. Läuft! Josh Smith mit dem Offensiv-Rebound und dann nix. So funktioniert das nicht. Und jetzt sind sie schon vier vorne. Also Jennings und Josh Smith. Ja, ich sag da jetzt nichts. Sonst heißt es wieder, ich spiele gegen das Team. Ja, der darf aber reingehen hier. Ach, hör auf! Freier Schuss. Ja, was die da teilweise nehmen und alles geht rein, das ist abartig. Genau, schieß mal einfach mit Gegner im Gesicht. Mann, Mann, Mann. Nur weil das Timing jetzt hier nicht 1A ist, sondern nur B oder so. Komm, spiel mich an. Komischer Typ. Mach ihn rein, jawohl. Habt gesehen, Voyager steht da komplett komisch. Lässt mir die Mitte offen. Ich habe erst überlegt, ob das eine Falle sein sollen, aber da stand er auch noch ein kleiner und dann ziehen wir noch mal rein. Ja, ich würde ja gerne sagen, ich bin dran, aber mein Spieler läuft lieber noch ein bisschen durch die Gegend. Oh ja. Oh ja! Endlich mal wunderbar an alle vorbei. Mit Zug und Drang und Bumm. Ausgleich. Snow ist und bleibt hier ein Lichtblick. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Ungewöhnlich. Na. Entweder er macht noch eine extra Bewegung oder er macht eine Bewegung zu wenig. Also, das ist so ein bisschen Motto des Tages bei der Defense. Schlechter Block da. Total wirkungslos war. Josh Smith nimmt wieder die blöden Dinger. Nein. Zieht das Foul. Pump Fake und Jones fällt drauf rein. Und ja, es sollte aber Einwurf geben. Gute Würfe. Danke, Coach. Ja, danke, Coach. Was seid ihr denn so betröppelt hier, ihr zwei? So, drei hinten und ja, das zweite ist vorbei und wir sehen's. Auf einmal sind es acht hinten. Ja, mit welchen Gedanken ist ihr Team in die Pause gegangen? Ja, ich denke mal mit dumm, 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 dumm. War denn überrascht? Wir sind ja natürlich nicht überragend, aber das Spiel dauert noch lange. Wir müssen nur wieder in die Form vom Anfang zurückfinden. Das war die Form, als wir noch auf dem Platz standen. Ah, das ist immer wieder schön. Okay, alle mal herhören. Wenn wir die Fans glücklich nach Hause schicken wollen, müssen wir ein paar Sachen besprechen. Yo.
Waffen. Wir haben es prima hingekriegt, in der Offense jeden einzubeziehen. Unsere Pässe waren durchdacht und uneigennützig. Das will ich noch mehr sehen. Okay. Ein Assist haben wir, naja. Wen ich aber wirklich loben muss, das sind die Jungs, die von der Bank gekommen. Okay. Aber es sind eigentlich irgendwie immer die Bankspieler, oder? Das uns gegraben haben. Ja. Er lobt regelmäßig die Bankspieler. Und ja, ich sag da echt nichts mehr zu. Gebt mir noch ein paar Spiele, dann sind wir in der Starting Five, dann muss er die Bankspieler nicht mehr loben. Läuft. Ja, Junge, ich sehe nichts. Mach mal deinen Mongo-Schädel da weg. Thompson, Turnaround, Fadeaway, Bush. Zweistellig hinten. Wie erfreulich. Ja, und es hat also ja, etwas mehr als eine halbe Minute gedauert, bis der Coach denkt, er bringt Meeks wieder raus und seinen Snowy Bowie wieder rein. Wusch! Und der Coach weiß, warum er das tut, oder? 4-3. Was hat Wade das denn hier vor? Ist das dein Ernst? Kaspar, du. Gute Wurf-Defense! Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Jennings, jetzt keine Scheiße bauen. Überlegten Schuss wählen. Josh Smith nimmt den Wurf. Warum? Man weiß es nicht. Alles gut. Oh! Richtig weggepflückt worden. Scheiße! Obwohl wir schön über die Baseline gezogen sind und Platz hatten. Junge, Junge, Junge. Ärgerlich. Wäre ein hübsches Ding geworden. Oh, Leute. Leute! Defense! Kein Gegenspieler. Ich möchte auch mal keinen Gegenspieler haben. Irgendwie zwar das Foul an, aber mit Abschluss fände ich schöner. Deshalb, ja. Kriegt da freiwurfmäßig irgendwie seit kurzem nichts mehr hin. Ach Gott, beide verworfen. Alter, das sind Bewegungen, ne? Unglaublich. Ja. Unglaublich. Man kann das hier nicht wirklich ordentlich dosieren oder so. Da stimmt was mit dem Stick nicht so. Ist ja auch in der Offense so, wenn ich den. Boah. Mit dem Ball nach vorne dribbel, habe ich ja schon des Öfteren gesagt hier. Man kommt gar nicht in den langsamen Dribbelmodus, weil er immer noch Speed drauf hat. Und Rebound. Sehr schön, Drummond. Du hast einen Rebound geholt. Nicht einfach, aber machbar. Und wichtig. Wichtig, um dran zu bleiben. Aber jetzt muss auch mal die Defense hier wieder ein, zwei Drives stoppen. Und rebounden. Oh, okay, war nicht in den Ring. Okay, alles klar, es gibt eine Wurfzeitüberschreitung. Aber auch wichtig, dass wir da noch
Voyager steuern konnten, ne? Sonst wäre es noch enger geworden. Oh ja. Drummond zieht das nächste Foul. Mittlerweile hat da, glaube ich, jeder einen Foul von den Cavaliers. Aber sie schichten das gut auf die einzelnen Spieler um. Sauber Drummond. Beide reingemacht. Wir sind auf zwei dran. So. Auf Razor aufpassen. Block links. Voyager mit dem Foul! Sehr schön! Das heißt, wir haben jetzt die Chance auszugleichen. Brandon Jennings. Raus auf uns. Wir wieder auf Jennings. Der hat Platz, der kann eigentlich mal ziehen. Macht das aber nicht. Wieder raus auf uns. Oh, ich wollte hier eigentlich den Joshi spielen. Verdammt. Schieß. Freier Wurf. Josh Smith. Nein. Mensch, du. Also langsam aber sicher bist du hier eher schädlich als hilfreich. Oh, sorry, Leute. Ja, bin nur dran. Alles gut. Und ich ziehe das nächste Foul, weil never ending story. Keiner meint, er müsste einen Rebound holen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich leide. Ich leide unter meinen Teamgefährten. Und das nicht zu knapp. So. That's me in the corner. Block links, Jennings zieht. Und wir klinken für zwei. Scheiße. Da, guck mal. Einmal draufgerückt und jetzt ist er wie hier, wie ein trudelndes Flugzeug. Man kriegt ihn dann nicht mehr irgendwie anständig hin. Das auch da wieder zack. Und der läuft immer noch. Den Sprung habe ich gemacht, aber der läuft hier immer noch rum, als wäre er auf Ecstasy oder so. Traurig. Brandon zieht alleine, lässt sich wegblocken. Keine Ahnung, warum er das tut. Warum es jetzt unbedingt hier so ein Ding sein musste. Voyager ganz blank mal wieder. Einmal bitte durch unsere Zone ziehen. Wunderbar. Mit oder ohne Körperkontakt? Ah, heute mal wieder ohne. Oh Mann. Die versauen es wieder. Und es ist wieder mal Brandon Jennings. Ja, die Leute, die unsere Folgen hier regelmäßig gucken, wissen, er macht es nicht zum ersten Mal, ne? Immer wenn wir irgendwie drankommen oder ausgleichen oder irgendeine Scheiße, kommt Brandon Jennings und sorgt dafür, dass es scheiße läuft. Bei alle. Ja, dann gönne ich mir die Dinger hier auch mal. Das Erschreckende ist, das klappt dann auch noch. Jennings ist so unfassbar nervig. Rebound, Rebound, Rebound! Sehr gut. Ja, man muss es denen ein paar Mal öfter sagen, sonst vergessen die es. Jennings. Auf Joshi Josh. Und ich soll hier
einmal hinten rumlaufen. Okay, dann machen wir das. Jetzt soll ich in die Mitte laufen. Sag Bescheid, wenn ihr noch irgendwas wollt. Und Smith zieht und zieht immerhin hier das zweite Foul für LeBron James. Und hat sich ein bisschen wehgetan. Scheint aber weiter zu gehen bei Josh Smith. Der erste passt. LeBron geht runter und der zweite passt ebenfalls. Wunderbar. Ein Vor für Cleveland nur noch. Dribbelt sich da gerade ein bisschen fest, ne? Sehr gut verteidigt bis hierhin. Kyle Irving für 3. Ja, das ist natürlich dann ein schmerzhafter Gegenkorb, den wir kassieren. Der passt aber. Danke, Drummond. So, die nächsten Punkte von unserem Snowman. 28 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Ein Steal, den er von der Ausführung her fast bis zur Mittellinie macht. Oh, es ist so schwer, ey, ohne Scheiß. An dem sind wir auch schon vorbeigeheizt. Wie kann er sich dann auf einmal umdrehen und uns ganz zärtlich dann auf den Ball streicheln? Alles klar. Three! Snow entwickelt sich zu einer absoluten Maschine. Finde ich gut. 31 Punkte, 2 Rebounds, 1 Assist. Und ein Foul leider von Drummond. Das vierte schon. Na guck. Das geht ja heute wieder schnell. Ach, hör auf. So, weiter geht's. Ein kleines Aufnahmeproblem. Aber wir haben nichts verpasst. An der Freiwurflinie und... Oh. Wir werden ausrüsten, na toll. Hätte ich mir das doch sparen können. Und ich gebe mir hier die höchste und größte Mühe hier. So, Cleveland mit einem vorne. Und wir werden ausgewechselt. Das heißt, guck mal hier. 16, 15 Sekunden noch. Immer noch einen vorne. Dritte Drittel neigt sich dem Ende. Na, ich glaube nicht, dass wir noch reinkommen. Schön Augustin. Oh, da liegt ab auf Monroe. Das ist die Führung. Und jetzt kommen wir echt für 2,7 Sekunden noch rein. Alles Paletti! Können wir uns ja nochmal warm laufen. Sehr gut. Also, wir führen mit einem und gehen ins vierte. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit, das sage ich euch jetzt schon. State Farm präsentiert den Assist of the Game. Kommt da von DJ Augustin auf Drummond, glaube ich. So, Mike Miller von außen, A+, alles Paletti. Wissen wir Bescheid? Ja, 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 ich könnte, also ich wäre, ich war richtig blank. Naja. Und Monroe mit dem Postgame und dem Korberfolg. Ich gegen James, alles Paletti. Das wollte ich hören.
unser. Da bleibt er da an seinem eigenen Block hängen, glaube ich. Und der Ball, der Pass geht ins Nix. Sehr schön. Ja, so ist das. Hat er Angst, der LeBron. Ja, ich hätte den auch genommen. Schade. '86. Das bleibt hier alles sehr eng. Schön. Und dann bleibt er aber wieder im Gegner hängen irgendwie. Und offensiv Rebound ohne Punkte. Scheiße. War Rajah raus auf Irving. Und das müsste ein Rebound geben, so ist es. Und Monroe. Versuchen wir es mal. Jennings, Punkte. Unser Pass war schlecht geworfen. Aber Jennings handelt das und bringt den Ball unter im Korb. Das ist Defense. Nach Art des Hauses. Ja, komm. Oh, nee. Okay, der war richtig schlecht. Sehe ich ein und nehme die Kritik an. Ach, und dann schnelle Punkte. Das ist natürlich dreifach ärgerlich. Okay. Auch eine hübsche Bewegung. Jennings. Ziehen wir halt zum Korb und das mit richtig Schmackes. Woohoo! Der Block sitzt hier von Monroe. Wir kommen rum und Kladusch. Schön. Oh nein, was macht der? Warum sprintet der da nach vorne? Ich habe nichts gedrückt, ich stehe da einfach nur. Oh Mann. Alter, das ist wirklich nervenaufreibend hier, diese Selfie-Bewegungen. Natürlich rollt der dann wieder zurück und tickt den Rebound nach hinten. Oh Gott. Cleveland führt mit 2. Jennings, deine Zeit ist jetzt wieder gekommen. Genau. Oh, macht er. Ausgleich. 8 Minuten noch im vierten. Er hat keinen Verteidiger, ne? Offensivfoul, ja. Er stand da schon, ist richtig. Und ich bin doof, ganz einfach. Das ist mal eine richtige Entscheidung, leider Gottes. Nicht so wie einige Offensivfouls, die hier schon gegeben wurden, wo ich mich heute noch frage, warum sitzen wir jetzt auf der Bank hier? 5 hinten, jawohl, Coach. Auswechseln ist immer eine richtig gute Idee. Denn deine Leute, die bringen es hier ordentlich. Also wenn man mal irgendwann mal wirklich ein knappes Spiel aus der Hand geben will, dann muss man mich nur auswechseln. Den Rest macht Brandon Jennings.
Josh Smith, Greg Monroe und wie sie nicht alle heißen, Meeks und keine Ahnung. Läuft. 7 hinten und ihr glaubt jetzt, ich kann euch bei der Scheiße jetzt noch irgendwie wieder helfen, ja? Glaube ich nicht. Jo, alles klar. Brandon, mach mal. Das ist ein Vollarsch, ehrlich, ey. Schießen, ja. Oh Gott. Oh! Backe. Das Spiel geht gerade komplett verloren. Varejao schon wieder ganz alleine da unterwegs. Rebound. Oh! Jedes Mal hier kriegen wir das verkackte Foul gepfiffen. Ja, es war natürlich ein Foul. Ist ja auch richtig. Darüber beschwere ich mich nicht. Aber wo sind die großen Jungs, die hier ausblocken sollen? Da ist keiner. Nie. Ich weiß nicht, was die treiben. Diese Vollärsche, ey. Komm. Passt. So, schnelle. Wir brauchen schnelle Korberfolge jetzt hier. Und am besten nicht hier Jennings den Ball geben. Oder wenn er nur temporär. Und rebounden. Sauber, Monroe. Ich gratuliere dir. Ja, schnelle Korberfolge. Das war's dann auch wieder. Monroe, bitte, bitte. Alter Vater. Wie schlecht er ist. Wie schlecht er ist. Okay. Das war auch sehr groß von mir. Crossover rechts, links. Ballverlust. Alles klar. Hauptsache, die machen hier 50 Bewegungen irgendwie innerhalb von 3 Sekunden. Und kommen damit noch durch. Ja, das wird es wohl gewesen sein hier, ne? Jennings lässt sich jetzt noch pflücken wahrscheinlich. Nee, Thompson mit dem Foul, okay. Das, wenn er die macht, sind 6, 2 Minuten 20. Ja, die werden die Uhr natürlich ihre Angriffe langsam spielen. Der Coach nimmt uns raus. Gut, dann war's das wohl. So ist es. Wir verlieren das Spiel 108 zu 106. Hier gegen Cleveland und LeBron am Mikrofon. Und ja, wir haben, ich weiß nicht, 35 Punkte gemacht. Da sieht man es, 15 von 42. 2 Steals, 3 Rebounds, 2 Assists. All das bringt nichts, denn das Team ist scheiße. Und ja, ich meine, ja, keine Ahnung. Alles wird besser, wenn wir dann irgendwann mal Starter sind und vielleicht noch ein bisschen mehr bewirken können. Wir müssen ja anscheinend mehr bewirken, denn jedes Mal, wenn wir unten sind vom Feld, kassieren die hier Korb nach Korb nach Korb nach Korb. Alles klar. Dann geht's mal nicht anders. Was geht im Arena-Tunnel ab? Wahrscheinlich kommt dir wieder Drummond und sagt, ey, yo, man, warum hast du mir? Looks like someone stole your puppy. Yeah, man, shoot, we had that in our back pocket. Yeah. We gotta get away. Oh, jetzt kommt's wieder. Yeah, sure. Key to laughing in this league is never get too high when you win, never get too low when you lose. Ach, das ist Bullshit, Alter. So the loss don't mean anything? Of course it means something. It means I need to learn from it and move on. Every loss is like an anchor on a rope. You let it go, it's gonna drown you. Got it? Ja, aber nicht 2 Minuten nach dem Spiel. Das gleiche Gelaber hat man schon mal. Was will der Head Coach denn jetzt? Oh Mann. Hau mal raus. Life's good. I'm hitting my stride right now. I'm just happy to be balling. That's why I called you in here. You have been balling. You keep producing like this, I see no reason why you won't be in the starting lineup before long. Sehe ich auch so. We always try to be careful with the new guys, make sure they fit our system the way we want them to. But it seems like just a matter of time for you. How does that sound? Klingt gut. Coach, I'll do whatever you ask me. If it's providing a spark off the bench, great. If it's starting, even better. Good answer. Now get out of here.
Also, das erste, ja, kleine Gespräch, was schon so ein bisschen richtungsweisend ist. Denke, ich komme dahin, wenn ich sage, noch so zwei, drei, vier gute Spiele und der Coach hat gar keine andere Wahl, als uns hier in die Starting Five zu berufen. Und dann heißt es, die Spielzeit noch weiter nach oben drehen. Franchise-Player in der nächsten Saison oder ja, jetzt noch unverzichtbar werden. Aber wir wissen ja noch nicht, vielleicht hauen wir auch ab nach dieser Saison. Ich meine, wir haben einen Einjahresvertrag. Das bietet uns natürlich, also einen Vertrag für diese Saison, machen wir es lieber so rum. Das bietet uns Möglichkeiten. Mein Agent schreibt da schon wieder komische Sachen. Oh, mal gucken hier. Meine Sponsorenverträge, können wir da irgendwas abholen oder ist er einfach nur bescheuert? Dennis und Sam Decking. Erzähl in einem Spiel, das haben wir schon. Ich weiß nicht. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, das reicht mal wieder. Mit dieser knappen Niederlage entlasse ich euch jetzt aus dieser Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play NBA 2K15. Ciao!